Wir sind im 21. Jahrhundert in Wien, in einer Schneiderei. Der Kanzler betritt die Schneiderei, um sich ein neues Gewand zu kaufen. Servus. Servus. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne einen neuen Kleid. Ah, sind Sie homosexuell, dass Sie in diesen Laden kommen? Nein, vielleicht Sie, aber ich nicht. Oh. Hören Sie auf zu trinken. Macht doch Ihre Arbeit. Komm, ja. Okay, was ist das Schönste hier im Laden? Herbert, Karl-Heinz. Was ist das Schönste Kleid? Für den hier? Ja. Das könnte passen. Aber eher nicht. Okay, Hast du sie auch, was sie machen? Ja, natürlich. Ja, Sie sollten sie nicht mehr trinken. Ja. Auf jeden Fall das hier würde irgendwie passen. Einen Moment, ich will meine Freundin. Auf jeden Fall. Hi. Kommst du sofort zum Geschäftsladen, zum Modelladen? Ja, mach ich. Passt. Hi. Das hier wäre das Prachtstück. Für Ihren Freund. Was wird, wie findest du es? Ja, schon gut. Wird es passen heute Abend? Also, für das Restaurant, ja, schon. Okay, darf ich es auch probieren? Ja, natürlich. Wir passen die auf. Die Knöpfe müssen zu sein. Ja, Knöpfe sind egal. Nee, eigentlich nicht. Was? Sicher. Und was kostet? 100 Euro. Ist sogar wasserdicht. Findest du? Ja, okay. Ja. Oh. Mann, wiedersehen, lieber Herr. Wiedersehen. Ich kann nicht mehr. Schneider und die Straßenfront betreten das Restaurant. Dort ein Tisch und vier bitte. Den Blatt. Oh, danke. Ein Eis, der ein Gordon Bleu, bitte. Einen großen Apfel abgeschwült, bin auch ein Gordon Bleu. Ja, sehr wir. Nachdem sie bestellt haben, kam der Kanzler mit seinem neuen Gewand heran. Hallo, meine Lieben. Kein Lars. Dürfen wir nicht schützen, oder? Okay, danke. Haben Sie Probleme? Einige. Lass ich mal. Ah, danke schön. Hey, da. Ein bitte. Ja? Ein Deck und eine Flasche. Ich dachte, das ist ein neues Kleidungsstück. Okay. Haben Sie ein Problem damit? Ja! Ja, das ist ein Bedienerproblem. Okay. Ja. Das interessiert mich aber nicht. Super, freut mich. Was machen Sie hier? Ja, essen. Offen aufgegessen. Ja, super. Was haben Sie hier verkauft? Ein Mantel. Ein Mantel, genau. Sie haben gesagt, ich ist nur 50 Seele und die anderen 100 Seele. Ja, immer 100 Seele. Ja, sehr witzig. Ja. Sie müssen gefeuert werden. Ja. Ich will mein Geld zurück.
Hab ich nicht da, hab ich schon ausgegeben fürs Essen. Fällst du schon mal ganz zurück. Okay. Hab ich nicht da. Ja, dann gehen wir zu dem Geschäft. Ich will mein Geld zurück. Okay.